Verbesserungen an der Medienverwaltung Minc. Die Storyboard-Funktion in Minc wurde erweitert. Es ist nun möglich, ein Storyboard mit Musik zu hinterlegen. Dazu müssen Sie den Musikclip zuerst dem Storyboard hinzufügen. Ziehen Sie einfach per Drag and Drop den Clip in den entsprechenden Storyboard-Ordner. Oberhalb des Storyboards sehen Sie nun, wie viele Videoclips, Bilder und Musikclips Bestandteil Ihres Storyboards sind. Öffnen Sie danach die Storyboard-Einstellungen. Unter dem Reiter Lautstärke können Sie die Lautstärke für das gesamte Storyboard bzw. für Video und Musik einstellen. Unter Ein- und Ausblenden können Sie die Musik am Anfang bzw. Ende der Storyboard-Timeline ein- bzw. ausblenden lassen. Unter Musikeinstellungen bestimmen Sie die Details der Hintergrundmusik. Stellen Sie etwa 10 Sekunden Offset ein, wenn Sie möchten, dass die Musik erst nach 10 Sekunden im Storyboard einsetzt. Mit dem Intervall bestimmen Sie die Pausen zwischen den einzelnen Musikstücken, falls Sie mehr als ein Audiostück importiert haben. Wenn Sie die Hintergrundmusik in einer Schleife abspielen wollen, aktivieren Sie die Schaltfläche Wiederholen. Die Musik wird entsprechend der Reihenfolge in der Liste abgespielt. Sie können diese ganz einfach per Drag and Drop umstellen. Über einen Rechtsklick können Sie außerdem Musiktitel duplizieren oder aus dem Storyboard entfernen. Unterhalb der Vorschau werden die Audiostücke durch eine gelbe Linie repräsentiert. Somit sehen Sie, in welchen Bereichen Musik hörbar ist. Klicken Sie auf die Wiedergabe, um das Ergebnis zu prüfen. Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, Musikclips in Minc in ihrer Länge abzuändern. Crisvelli erlaubt es Nutzern in Minc seit EDIUS 8.5.1 zudem, importierte Verläufe zu löschen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf einen Verlauf und wählen Sie Löschen. Das Löschen bezieht sich nur auf die Informationen. Die tatsächlichen Clips auf der Festplatte bleiben natürlich erhalten.